Mobs killen und die Border wird größer. Und ich stehe immer noch hier. Ich habe ja geguckt, ob ich irgendwo ein Dorf sehe und ich habe keins gesehen. Das war irgendwie ungeil. Aber heute bauen wir die ultimative Lösung für das Border-Problem. Und während ich hier runterbuddel und wieder nach Hause gehe, kannst du das Video liken, den Kanal kostenlos abonnieren und vielleicht auch auf Twitch folgen. Wir streamen Montag, Mittwoch und Freitag ab 19 Uhr. Link unten in der Videobeschreibung. Hallöchen, meine Bienen. Ich liebe Bienen. Zu Hause, die Sonne geht auf. Und was ist jetzt die Lösung des Problems? Wann hat man Minecraft, Mobkillen und die Border wird größer durchgespielt, wenn man die Border endlos erweitern kann? Und dafür braucht man nur ganz einfach eine Monsterfarm. Aber nicht irgendeine. Wir bauen eine, mit der wir unendlich weiter Monster bekommen. Also wirklich immer und immer und immer weiter. Dafür brauchen wir erstmal Unmengen Holz und Stein. Haben wir das gesammelt, gehen wir nach oben. Es ist eigentlich vollkommen egal, wo wir nach oben gehen. Aber am meisten Sinn macht es, wenn wir mitten auf dem Wasser sind. Aber ich sollte natürlich auch Fackeln mitnehmen. Hahaha. Ha, 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 ha. Okay, dann keine Fackeln. Aber das Bett würde ich gerne... Warte, dann lassen wir einmal Holz hier. Das Bett würde ich nämlich gerne mitnehmen. Und jetzt gehen wir mal irgendwo dahin, wo ganz viel Wasser ist. Und bauen uns dann richtig, richtig hoch. So, hier ist doch ganz gut. Hier bauen wir jetzt einfach uns hoch. Also hoch. Und mit hoch meine ich hoch. Jetzt kommt ein bisschen Spawn-Leere. Ich gehe noch ein bisschen höher. Denn ihr müsst mindestens 128 Blöcke vom Boden weg sein. So, warum? Das ist ganz einfach. Monster spawnen nur im Umkreis von 128 Blöcken von eurem Standpunkt aus. So, dann ist es so, dass in eurer direkten Umgebung keine Monster spawnen. Müssen wir uns merken. Heißt für uns also, hier kommt unsere Chamber hin. Ja, so. Wir machen einfach so. Zack, zack, zack. Eine 4x4 Plattform. Und rundherum machen wir mal, außer jetzt hier, einfach Mauer. Und das Ganze hier machen wir jetzt 23 Blöcke hoch. Das hier ist also einer. Und das Ganze jetzt 23 Blöcke hoch. Auch hier, ne, dass die dann, das machen wir später wieder auf. Nur, dass wir das 23 Blöcke hoch machen. Um Blöcke zu sparen, könnt ihr die Ecke natürlich weglassen. Müsst aber dafür sorgen später, dass die Ecke komplett weg ist oder ausgeleuchtet, weil ihr wollt ja nicht, dass da dann die Monster draufstehen, ne? Und jetzt kommt erstmal die klassische Mobfarm. Wir machen diese Seiten 8 lang, also 1, 2, 3. Dann machen wir hier einen temporären Block, so, und das Ganze 2 Blöcke hoch. Den machen wir wieder weg. Und jetzt ziehen wir quasi einen Rahmen komplett einmal außenrum von 2 Blöcken Höhe. Sollte jetzt so aussehen, ne? Jetzt brauchen wir einen Wassereimer. Besser gesagt 2, aber wir testen mal und schütten mal hier hin. Und funktioniert. Perfekt. Jetzt müssen wir die Platte ausfüllen. Also hier quasi immer von der Ecke zu der Ecke alles ausfüllen so. Und nun sind diese Platten quasi unsere Spawngebiete. Hier kommt Wasser rein. Und ich mache jetzt mal gerade hier ein. Und lasse einen frei da. Dann haben wir nämlich hier eine Wasserquelle. Und dann schütten wir einfach in jeden Gang so an den Enden Wasser. So sollte es eigentlich aussehen, dass das Wasser hier am Ende aufhört. Bergbank. Und jetzt brauchen wir Falltüren ohne Ende. Und ich meine wirklich ohne Ende. Denn wir müssen jetzt hier überall Falltüren auf beiden Seiten in allen 4 Gängen. Damit die Monster denken, hier wäre ein solider Block und die ins Wasser fallen. 60 Falltüren haben nicht gereicht. Wir brauchen genau ein Stack, also 64 Falltüren. Hier natürlich einen 2-Block hohen ranziehen. Wobei das nicht ganz stimmt. Das muss nicht. Aber wir müssen auf jeden Fall auf einer 2-Block hohen Raumdecke sein. Ne? Also hier wir müssen direkt über uns eine Decke ziehen. Und ihr könnt natürlich super viel sparen, indem ihr Stufen nehmt. Ich nehme jetzt aber mal solide Blöcke, weil ich habe wirklich genug davon. Jetzt schaut das Ganze mal so aus. Wir können das hier auch noch später zumachen. Das ist gar kein Problem. Und keine Sorge, hier spawnt erstmal nichts, weil im Umkreis von 24 Blöcken um euch rum spawnt ja nichts. So, jetzt mache ich mir gerade mal eine unendliche Wasserquelle hier hin. Einfach so und klau mir nochmal hier Wasser. Mach das gleich neu. Danke. So, einmal wieder aufgefüllt. Jetzt kommt nämlich der Clou an der Sache. Im Umkreis von 128 Blöcken spawnen ja Monster. Und wir sind hier von unserer Killkammer unten jetzt 24, 25 Blöcke entfernt. Wir haben also noch 100 Blöcke. Und ich muss erstmal schlafen. Aber weil wir noch so viele Blöcke haben, können wir nämlich jetzt hingehen. Pass mal auf. Machen hier. So. Ich mache das nochmal weg. Jetzt sind wir quasi über dem Wasserweg, wo die Monster ja
entlang gespült werden, ne? Und das Schöne ist, wir können hier einfach eins, zwei und machen hier jetzt quasi einen neuen Spülgang rein. Hier in dieses Loch. Warum sollten wir das tun? Weil, das ist ganz einfach, wir können nämlich jetzt hier drüber, also hier drüber, wir jetzt quasi eine neue Farm machen. Also exakt dasselbe nochmal, was dann hier hinpasst. Und da, und da, und da. Und dann haben wir 5 Monsterfarmen, die in eine laufen. Klingt verrückt, ist es auch. Aber in Minecraft können nur maximal 70 Monster gleichzeitig sein. Und ich weiß, dass das mit einer Farm nicht der Fall ist. Deswegen lasse ich es jetzt mal bei 2. Und wir schauen, ob das Ganze funktioniert. Aber bevor wir jetzt runtergehen und gucken, müssen wir noch eine Sache machen. Das Ganze funktioniert auch in der Bedrock. Ihr müsst nur einzig und allein... Ich habe jetzt hier ein Dach aus soliden Blöcken. Ne? Ihr könnt das ja aus Stufen auf dieser Höhe machen. Funktioniert das nur in der Java? Denn in der Bedrock kommt Licht durch eine Stufe. Da müsst ihr einen soliden Block machen und dann hier drauf stufen, damit kein Licht reinfällt und hier oben drauf keine Monster spawnen. Noch eine Sache. Ihr solltet das nicht aus Holz machen, denn wenn hier Blitz einschlägt, dann hat sich eure Farm erledigt. Ich bin jemand, der grundsätzlich schläft, wenn es schlecht Wetter ist in Minecraft. Ich mag das schlechte Wetter nicht, deswegen meinst du jetzt aus Holz, aber kompletto Stufen drauf müssen. Und in der Bedrock ein kompletter Block und da noch eine Stufe drauf. Ich höre hier unten schon Zombies, das ist ja schon lustig. Aber jetzt muss ich meine zweite Etage auch noch komplett mit Stufen zubauen. So, jetzt einmal hier runter. Man kann die zwei Stufen sehr schön erkennen, ne? Man könnte quasi da noch eine hinmachen, da noch eine, da noch eine. Und dann in den Ecken jeweils auch nochmal eine wieder eins höher. Dann hätte man quasi die 9-fache Monsterfarm. Was aber völlig unnötig ist, weil nur 70 Monster spawnen können. Wir werden gleich ausprobieren, ob diese zwei Farmen schon reichen dafür. Wenn du die Leiter hochkletterst und das Gefühl hast, dass da oben kommt, einfach nicht näher. So, wir hören, die ersten Monster sind schon da. Und die stehen ja da drin, ne? Das heißt, wir müssen mal gucken, dass wir hier... Ich würde jetzt tatsächlich so... Also hier sind die Monster drin, ne? Würde ich tatsächlich hier mich jetzt rumbewegen. So, nochmal. Hier drauf stehen die. Ja, das heißt, hier würden wir die Füße sehen. Ich mache jetzt mal einen Block weg. So, da drinnen sind sie. Das sehen wir, ne? Und deswegen mache ich dann hier eine Stufe hin, damit die uns quasi nicht sehen. So, jetzt können wir es uns hier gemütlich machen, denn der Spawnboden ist mehr als 24 Blöcke entfernt. Also spawnt was. Und jetzt können wir die Faust gemütlich nehmen. Wir brauchen maximal 2 Schläge pro Monster. Können wir easy... So, und während ich meine ersten Items begutachte, kommen schon wieder neue gefallen. Aber nicht endlos. Das heißt, wir müssen noch eine Etage dran setzen. Wobei ich ehrlich bin, der Aufwand lohnt sich nicht, ne? Das ist jetzt nur zur absoluten Maximierung der Effizienz. Da ist ein Huhn. Und da sitzt wer drauf. So, jetzt haben wir das Ganze dreifach. Also wir haben jetzt da eine, hier die und die. Und gucken mal, ob das reicht. Also ab 3 Farmen kommen eigentlich alle 2 Sekunden etwa ein Monster runtergefallen. Das hört nur irgendwann auf. Irgendwann ist das da oben nämlich voll mit Spinnen. Und da wir keinen Spinnenschutz eingebaut haben, gibt es ein ganz einfaches Lösungsmittel. Geht einfach weg. Denn wenn wir hier unten sind, die spawnt da oben schon alles. Das ist alles schon weg. Und die Border ist auch einfach schon weg. Wenn wir bedenken, dass da die Border war... Also hier waren wir am Anfang der Folge, hier auf dieser kleinen Steininsel mit der Border und da drüben ist unser Zuhause und jetzt die Border einfach schon da hinten. Also wirklich da hinten, die kommt gleich ins Sichtfeld. Ja, langsam sehen wir die Border, ne? So langsam. Guck mal, da hinten ist die. Da bei dem Baum. Und die war vorher, am Anfang der Folge, da drüben. Von da bis da hinten hin haben wir das jetzt gemacht. Und so sieht das gute Stück aus. Und damit beende ich auch Mobkill gleich Border. Denn jetzt wäre es nur noch ein Grind. Nur noch Stunden über Stunden da dran stehen, bis wir die Border groß genug haben. Und da habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Und ihr keinen Bock, euch das anzugucken. Aber keine Sorge, ich habe eine Survival-Challenge, die für alle geil ist. 12 Schritte beinhaltet und wirklich, wirklich cool ist. Dazu kommen wir nämlich in naher Zukunft. Das war Mobkill gleich Border. Ciao mit V.